Scheiße. Warum siehst du eigentlich aus, als wenn du gesoffen hättest? Deine Backen sind ganz rot und deine Nase. Hast du irgendwie Alkohol getrunken? Dass ich schon am Aufnehmen bin. Was? Nein. Die Gameplayerin, die trinkt bei der Arbeit. Das geht gar nicht. Ich trinke nur immer Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2 mit dem immer meckernden Epi, der ständig nur irgendwelches süße Zeugs isst, so wie Marmelade dürfte das sein, weil Honig haben wir hier ja noch nicht, muss ich ja sagen. Und Marmelade mit Hörnchen. Und du weißt schon, dass der Kaffee mit dem Herzchen drin noch auf deiner Seite steht, ne? Weil der Henkel, der ist nach rechts gedreht. Und ich krieg mal wieder gar nichts, außer einen leeren Korb hier. Ja, genau. Das ist immer, wer was verdient. Also ich verdiene es anscheinend, weil ich viel gearbeitet habe. Ja, und ich krieg keinen Kaffee mehr, weil ich dann wie ein B-Männchen rumlaufe. Oder wie muss ich das jetzt hier verstehen? Na, danke. Also, wir sind deswegen, das wollte ich eben noch gesagt haben, hier so schön friedlich am Frühstücken, weil es unter anderem heute darum gehen wird, Dekorationen aufzubauen. Einmal müssen wir jetzt allerdings noch eine Erweiterung machen und danach werden wir uns mal ein bisschen umschauen, wo wir noch ein bisschen besser hier dekorieren können, dass das Ganze ein bisschen hübscher ist. Und ja, da lasse ich dem Epi mal fast freie Hand, würde ich sagen. Du bist die Dekorateuse. Die Dekorateuse? Bin ich hier, mache ich hier Frisuren oder was? Ja, du machst Frisuren. Also, falls ihr das nicht wisst, man darf zu keiner Friseurin Friseuse sagen, weil sonst sind die beleidigt. Das weiß ich aus erster Hand. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch schon wusstest, aber da du das so gesagt hast. Nein, man darf nur Friteuse sagen. Ja, aber nicht zu der Friseurin. Das wäre dann vielleicht... Frittierst du mein Haar heute? Also wenn die das dann macht, dann hast du ein Problem, ne? Das ist dir schon klar. Da wir jetzt ganz neu auf der Farm sind, machen wir jetzt mal eben eine ganz, ganz schnelle Runde hier. Mal kurz die Bäumchen ein bisschen abfarmen. Und du kannst dich schon mal umsehen, welchen Bereich wir erweitern wollen. Nein. Muss ich das jetzt auch schon wieder machen? Nein. Ja, dann lassen wir es einfach sein und dann zeigen wir nicht, was wir erweitern oder wie, verstehe ich das? Also, wolltest du doch für die Tiere erweitern, hast du gesagt, ne? Schatz, komm mal eben her. Ich glaube, das hier hatten wir letztes Mal gesagt, wollten wir machen. Ja, wollte ich genau sagen, dass wir diesen Bereich neben der Schweine auch da erweitern. Ja, ich wollte jetzt eigentlich oben neben den Hühner, aber ich glaube, das wollten wir und haben dann gesagt, ja, das hier unten wäre eigentlich besser. Und da wollten wir doch die Schafe hinmachen, oder nicht? Weil das ist auch schon erhöhtes Gebiet. Die Schafe haben wir oben, ne? Vergiss das nicht. Was heißt oben? Warte mal. Bei der 2. Das sind noch die Schafe. Die hatten wir letztes Mal schon. Ach nee, die sind ja schon erhöht da hinten. Ja, nee, dann was machen wir denn dann hier hin? Warum willst du denn hier Tiere hinmachen? Warte mal eben, bevor du das kaufst. Wir gesagt haben, dass wir Hardcore spielen. Und nichts verändern. Das? Also außer jetzt so einen Streifen zu begradigen oder sowas. Ach so, ich dachte gerade, du hast das gekauft, weil mir das nicht mehr angezeigt wurde. Nein, aber warte doch mal, was willst du denn hier hinmachen dann? Wir haben die Schweine schon untergebracht. Wir hätten jetzt theoretisch noch Kühe und Hühner. Jetzt weiß ich nicht, was. Ach, die Kühe! Genau, lass uns die Kühe hier hinmachen. Ja, okay, das bei den Hühnern ist auch zu klein. Ich dachte, das wäre größer. Weil dann können wir da, wo jetzt die Kühe sind, da sind ja auch Felder, können wir da die Felder irgendwie besser... Ach, ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Das ist ein kleines Update, was heute gekommen ist. Da steht jetzt Gameplayerins und Epis KL. Finde ich wunderbar. Großes Lob an die Entwickler, dass der halbe Name nur angezeigt wird. Ja, leider ist das Schild nicht groß genug wahrscheinlich. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir das vielleicht... Oder wir müssen Let's Play Farm einfach schreiben oder sowas. Dann passt das wenigstens oben ran. Aber dann können wir nicht mehr... Oder wir schreiben dahinter von GP und Epi. Oder falls das nicht mehr reinpasst, dann machen wir nur von Epi und GP. Ja, und der Epi hat jetzt leider das gemacht, was er nicht machen sollte. Was ich nämlich auch noch kurz erwähnen wollte. Allerdings wollte ich erstmal das machen, was wir jetzt angefangen haben, nämlich die Erweiterung nehmen. Und zwar gab es bei dem Update auch noch was anderes. Wir können jetzt 3 von diesen 4 Sachen hier, können wir jetzt gleichzeitig anpinnen.
Da muss man dann natürlich immer ein bisschen gucken, wenn man jetzt noch eins gefunden hat, wo man jetzt sagt, guck mal, den Roggen, achso, den hast du schon dran. Weil den haben wir keinen Roggen mehr? Weil wir noch nie Roggen so hatten, den haben wir immer nur gesetzt. Ach, ey. Also die Prinzessin-Tulpe, die können wir ja eigentlich lösen, weil die nehmen wir ja sowieso immer. Das mit den Hühnern ist allerdings wichtig, dass wir darauf achten und dass wir Party machen. Es ist leider ein bisschen extremst groß hier auf der Seite. Das heißt, das verdeckt hier das halbe Feld jetzt. Deswegen ich nicht so wirklich weiß, ob man das beim Let's Play unbedingt machen sollte. Also so, ja, ein Viertel von meinem Bildschirm ist jetzt ungefähr weg. Das finde ich nicht ganz so schön, ehrlich gesagt. Aber ja, gucken wir mal. Aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall das hier für die Kühe dann, oder? Haben wir gerade gesagt, ja. Die gehört nicht zu, die Gelblehrerin. Doch, aber ich frage lieber nochmal, bevor es dann heißt, nee, wir wollen ja doch das andere nehmen. Das macht er nämlich öfter. Das sage ich erst, wenn du das gekauft hast, sage ich das dann. Na gut, dann kaufe ich das nicht. Achso, Moment, ich muss dann ja die Kühe noch holen. Wo haben wir die denn? Haben wir überhaupt? Achso, doch hier in der Mitte. Haben wir nur einmal? Nee. Ja, wir müssten das ja mal ein bisschen forcieren. Deshalb mach da mal. Haben wir nur eine? Von einer Sorte. Ja, weil die anderen sind wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, oder? Ja, doch. Ah, nee, zwei haben wir. Aber zeigt aber nur als ja, einmal. Ja, aber nur es zwei. Es ist so schön, wenn die hier schlummern und schlafen. Hallo, Luisa. Ich weiß nicht, wer von euch das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig kennt. Also, schöne Grüße an alle Luisas der Welt. Das ist darauf bezogen. Hallo, Luisa. Sieht aus, als ob du einen Bart hast irgendwie. Die Strukturen sehen cool aus, wenn die da drin liegt. Welche waren die erste? Moment, Holstein-Kuh, Jersey war die erste, ne? Nehme ich die natürlich auch mal als erstes. Aber nicht auf Löschen drücken. Ich habe jetzt heute so viel X und Y gedrückt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. 24, okay. Nehme ich die mal direkt mit rüber. Und setzen wir das um. Damit wir schon mal wissen, wo wir was haben. Das ist jetzt die große Frage. Sollen wir es von unten nach oben durcharbeiten? Ja, wegen dem Platz. Oder willst du die hier kreuz und quer draufstellen? Wahrscheinlich nicht wegen dem Abernten. Ich hätte jetzt welche oben drauf gemacht. Dann hätte ich eine Etage. Das sind doch drei Etagen, glaube ich, sogar da, ne? Ja, drei. Wobei die untere würde ich mindestens einmal splitten. Das ist so groß. Ja, sicher splitten auch. Und wir brauchen sechs. Erstmal sechs Bereiche für die Kühe, glaube ich, auch, ne? Sind das nicht sechs für Kühe? Also musst du schon mal ungefähr so einplanen, dass es. Ach so, du meinst Kuharten. Ja. Jetzt hast du mich gerade rausgebracht, jetzt kann ich nicht mehr zählen. Beziehungsweise, jetzt habe ich, glaube ich, falsch gezählt. Dann mache ich die jetzt einzeln mal irgendwie. Das konntest du schon immer gut. Die einzeln hinmachen? Nein, falsch zählen. Nee, ist klar. Pass auf, dann machen wir die erstmal hier, wo ich ein bisschen Platz habe. So. Es ist natürlich schön, wenn die Bäume da drin stehen, aber ist natürlich doof, weil das so ein bisschen Platz wegnimmt. Das heißt, die machen wir mal eben weg. Und ich würde sagen, den Zaun hier, den hauen wir einfach raus. Dann haben wir auch noch ein paar vereinzelte Edelsteine hier, die wir noch machen können. Ne? Also die wir noch für Deko nutzen können, meine ich. Mhm. Ja, so viel ist das nicht, ich weiß. So, jetzt bloß nicht die Kühe mitnehmen. Das ist immer mit dem Markieren, ist das immer so ein bisschen problematisch manchmal. So. Ja, okay, hat er aber gut gemacht, okay. Immerhin. Gut, dann brauchen wir uns da jetzt erstmal nicht so drum zu kümmern, würde ich sagen. Die stehen jetzt hier. Achso, Moment, haben wir denn die dritte Kuh schon freigeschaltet? Eins, zwei. Ne, wir haben nur zwei freigeschaltet. Die Holstein-Kuh müssten wir dann erstmal für die noch machen. Das ist die hier. Ist jetzt fleißig am Arbeiten. Hier dingelt nichts, dass gelevelt wird, außer bei mir. Wir haben keine Medaillen mehr. Oh oh. Was hat der EP jetzt wieder für einen Unsinn angestellt?
habe nichts gemacht. Ja, ich sehe es. Eben hatten wir noch 8 Medaillen oder so. Was hast du schon wieder für einen Quatsch gemacht? Ich habe nur ein Ding geholt, so einen Wegpunkt. Aber viel zu wenige hier auf der Erde. Aha. So. Wieso ist das denn hier alles wieder voll hier? Du hast nichts verkauft, ey. Die Beeren sind voll. Ja, stimmt. Ist jetzt gerade alles voll. Ich suche nur gerade... Ach, wir haben gar nichts. Okay, dann muss ich das auf jeden Fall als erstes mal kurz austauschen. Wir haben auch nur 500. Ich gehe mal eben verkaufen. Ja, ich nutze gerade die Jahreszeit, um die Linsen mal eben anzubauen hier. Weil sonst brauchen wir die Schafe gar nicht abzuernten, um die anderen freizuschalten, weil sonst haben wir nämlich nichts. Wobei wir das auch mal ein bisschen beschleunigen könnten. Gib aber keine Edelsteine aus. Na, hab ich schon gemacht gerade. Habe ich gerade gemacht. Ja, ich habe gerade mich ausgegeben. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Sag ich nicht. Hast du wenigstens die Fische damit erhöht? Nein, das Falsche. Och nee. Die Fische sind wichtig. Aber die wollte ich jetzt nicht erhöhen, weil wir Dekorationen aufbauen. 150 würden die Kosten für einmal erhöhen. Ja, aber nicht jetzt. Wir wollen ja Dekorationen aufbauen. Du willst Dekorationen ja, aufbauen. Ja, wir können ja nicht immer nur das Gleiche machen. Ich guck nur, ob das vernünftig ist, was du da machst. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ich bin... Aber das sind, glaube ich, die teuren. Das sollten wir jetzt, glaube ich, gerade noch nicht machen. Ich muss mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, was wir so an Deko freigeschaltet haben. Wir sind ja erst bei Level 62. Wenn ich das mal mit knapp 139, habe ich, glaube ich, aktuell vergleiche privat. Da ist natürlich einiges mehr freigeschaltet. Was? Wie? Wie nicht genug? Nein! Ich wusste es, ich habe wieder keine Ressourcen mehr. Dann brauche ich die anderen nämlich gar nicht zu füttern. Also jetzt haben wir knapp 1129. Aber warte mal, ich kann noch mehr holen. Da. Du weißt schon, dass ich auch sehen kann, wie viele Edelsteine wir haben. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Du guckst ja nicht richtig dahin, du. Nee, stimmt. Ich war gerade am gucken. Du guckst immer auf das Geld. Hast du die Fische verkauft? Ja. Okay, dann mache ich wieder neue rein. Oh, der eine ist schon wieder voll. Ja, weil wir haben das müsste man leveln. Das ist halt doof. Wir haben nur 400. Ja, einmal kannst du ja jetzt machen. Wenn du jetzt 1500 hast, ist es doch logisch, dass du dann jetzt diese, ich weiß nicht, was das war, 140 oder was? Dass du die jetzt machen kannst. Du sollst sie jetzt nicht hier massenhaft... Aber nochmal könnte ich es auch nochmal machen. Dann hätten wir nochmal 164 Diamanten und 84 Äpfel. Dann würde ich noch ein Level höher. Dann würden wir schon 6 Diamanten auch pro Dings kriegen. Ist dann die nächste Stufe schon fast. Oh, ich habe aus Versehen gedrückt. Ich hab's gewusst. Okay, also einen Schaff... Wir haben aber immer noch 1200. Ja. Das, was ich gerne machen würde, das wäre sowieso... Obwohl, das ist gar nicht so teuer. Das musst du uns erstmal zeigen. Ich komme mal zurück. Warte mal, oder kann ich hier noch eine Quest machen? Da hinten steht noch eine dumm rum. Jetzt rennt der weg. Wer rennt weg? Ja, der hier mit der Sonnenbrille und der Käppi. Seine Nüsse will er haben und ein Glas Honig geben. Ja, komm, gib her. Wir brauchen Honig, weil wir haben keinen. Hier hinten läuft noch einer rum. Du bist jetzt noch in dem Ding drin, ne? Verstehe ich das Stadt? Jetzt richtig? Ich denke die ganze Zeit, wer läuft jetzt wo rum? Hier ist doch gar keiner. Ich bin hier schon am gucken, ob hier irgendwelche Leute rumlaufen. Ja, Gewürze, gib her die Scheiße. Wollen wir auch haben. So. Ich will ein Auto haben. Ich muss die ganze Zeit durch die Stadt laufen. Du hast doch einen Traktor. Ist das kein Auto? Ja, aber den kann ich in der Stadt nicht benutzen. Ach so, ja, das finde ich aber auch blöd, muss ich sagen. So, ich habe nochmal 140 geholt für Wolle. Oh, der Epi wird mich so hassen, wenn der gleich da ist. Ja, nicht nur, wenn er da ist. Oha.
hier irgendwie, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da sind es doch nur 6, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ne, das sind auch 7. Das ist genau mittig, aber es sieht nicht mittig aus, wegen dem Ding hier unten, glaube ich. Können wir, wir haben das doch schon mit der Bearbeitung freigeschaltet, ja. Dann machen wir das 1 so, das sieht dann ein bisschen gleichmäßiger zumindest aus. Ich mag das nicht, wenn das so gar nicht danach aussieht. Und damit der Epi mich jetzt noch mehr hasst, wenn er gleich wiederkommt, nehmen wir das hier. Warum sieht das aus wie Brüste? Nein, dafür brauchen wir Level 70. Ach, ich könnte mich doch mal. Oh. Huch, warum bist du... Hallo? Und was hat das mit Brüsten zu tun? Das sind unsere Schäfchen. Die Bögen, meine ich. Das sieht aus wie Schafswolle hier draußen. Ist das nicht schick? Ja, das ist ganz schick. Nur die Bögen, die waren ein bisschen teurer. Aber gut, die muss man dann so an vier Seiten oder so. Ne? Das ist halt, du kannst ja sonst auch da drüber springen, wenn du irgendwo da rein willst. Es ist doch schick. Ich mach mal hier oben die Kante, mache ich auch mal weg, würde ich sagen, oder? Wir lassen das mit dem Hohn, lassen wir so, aber die Kanten, die dürfen wir ja wegmachen. Auch wenn wir hier hart. Was mache ich denn hier? Auch wenn wir hier Hardcore-Modus spielen. So. Dann machen wir hier noch eins von den Schäfchen rein. So. Ich bin blind heute. Da. So. Aber wir haben nichts mehr, um die zu füttern. Also, wir müssen echt mal gucken, dass wir irgendwo... Wir haben hier zwei Streifen, die sind aber nicht so groß. Warte mal, eins, zwei... Hier können wir auch nur zwei machen. Genau, das war das Problem. Was macht der denn jetzt schon? Wieso kannst du das machen? Aber ich wollte das in schwarz haben. Jetzt gibt's, glaube ich, nicht in einer anderen Farbe. Er hat mir das eben in schwarz... Aber wieso kann... Hä, wo kann man die Farbe anpassen? Ach so! Ach, für rosa brauchen wir Level 70. Und weiß könnten wir auch machen. Also weiß und grün könnten wir machen. Ja, die Farbe konntest du anpassen, als wir hier draußen waren. Jetzt müssen wir das in grün lassen. Oder nochmal abreißen für die Hälfte. Ja, aber, ach so, man kann das da drin... Ach da! Ja, mit Y. Y, sag das doch. Warum sagst du das nicht vorher? Aber das muss jetzt dann passend auch hier hingestellt werden, ne? Also akkurat, das muss schon sein. Jetzt ist es weiß. Ja, ich weiß. Ich dachte, du... Nein, du hast es falsch rumgestellt. Moment, lass mich das erstmal machen jetzt hier. Das ist falsch rumgestellt. Aber ich glaube, drehen kannst du das im Nachhinein noch, nur durch Bewegen. Ich meine, das hatte ich auch einmal, dass ich mich... Es ist auch falsch. Du zeigst den Popo, das ist cool. Das sieht wirklich cool aus. Das ist, ja, weiß ich nicht. Willst du es so oder willst du es zur Mitte zeigend haben? Eigentlich... Na, weiß ich nicht. Also wenn du davor stehst, finde ich, also, sieht es eigentlich von der Seite auch ganz gut aus. Aber das ist natürlich auch so begrüßend, ne? Wenn du das so... Ich weiß nicht. Was ist dir lieber? Also ich auch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir können das ja immer noch abändern. Aber was weil ihr der schöner Boden weiß findet. Ist, eigentlich sieht weiß blöd aus hier drauf, finde ich. Ja, deswegen habe ich ja gedacht, du machst jetzt das Grüne. Ja, aber was du auch irgendwie nicht doof war. Aber du sollst doch nicht denken. Ja, ich habe dich auch gefragt und nicht nur gedacht. Aber da kam dann nichts. Da kam dann nur, guck mal, ich mache jetzt hier so ein weißes Knäuel hin. Ja, was machen wir jetzt? Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Und ich habe auf der Aufnahme, dass ich das nicht war, bevor du gleich wieder mit so einem Spruch ankommst. Natürlich warst du das. Jetzt guckt er sich den erstmal intensiv an. Oh, ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass er da jetzt gleich Unsinn mitbaut. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Also, das Grüne ist kontrastreicher, weil ich wollte halt das Weiße drumherum machen. Ja, und da drin ist auch grün. Also würde ich es grün machen. Dann macht er den weißen grün. Ja, den muss ich dann abreißen. Dann haben wir halt einen halben Edelstein jetzt Verlust halt. Einen halben? Och, Weihnachten. Die halben. Es ist 79 war das jetzt gerade. Also 579. Rechne mal runter. Ich sehe gerade nicht... Doch, ich sehe doch, wie viel wir haben. Siehst du, das ist auf jeden Fall weniger, weil das kostet 120. Grün hat man jetzt gesagt, ne? Ja. Weil der jetzt auf weiß steht. Die ganze Zeit meckert er mich an, dass er das nicht machen kann.
Das war ganz außen. So. Was machst du denn jetzt hier? Deko. Du kannst das auch ohne Fische machen, das weißt du. Echt? Geht das? Oh. Wieso geht das auch ohne Fische? Dein Ernst. Wo? Ach, haben wir noch haben wir die noch nicht freigeschaltet? Ja, bei Deko, nee, auch, bei, oder? Gelände ist das, nicht bei den Straßen. Ich dachte gerade schon. Ach ja, die 250er da. Ah. Ja. Ja, aber guck mal, die Fische sehen doch hübsch aus, wie die da drin rumschwimmen. Das sind auch die Kugelfische. Die ja, die sind zu schwer, als dass sie da runterspringen könnten, meinst du? Genau, die fallen nicht da runter. Oh, ich mache erstmal ein bisschen Deko drumherum. Ich befürchte, dass der Epi ja ganz viel Blödsinn noch macht. Ich muss alles einmal ausprobieren. Ich habe das noch nicht ausprobiert, alles. Ja, ich habe meine Farm heute ganz toll dekoriert. Also ich kann dir genau sagen, was da passiert. Das glaube ich nicht. Ja, also ja, meine Farm jetzt natürlich noch nicht, aber meinen Eingangsbereich, den habe ich jetzt schon mal dekoriert. Das war auf jeden Fall gut. Warum haben wir das hier eigentlich jetzt auch wieder mit den Straßen dazwischen? Wieso haben wir da nicht die Zäune genommen, die wir immer nehmen wollten? Die sind auch doof eigentlich, ne? Na egal, wir können das hier immer noch abändern. Ich mache jetzt hier erstmal das eine noch rein. Der ist da hinten schon wieder so komisch am Rumlaufen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, das ist, als da fehlt irgendwas noch. Ich muss noch mal gucken. Ich bin ja noch nicht fertig. Ja, du, was du meinst. Es geht ja darum, dass die armen Tiere hier nicht runterspringen. Du hast mir ja selber gesagt, dass es dann ein Problem gibt. Dass sie da nicht mehr hochkommen. Waren das nicht sogar die Schafe oder waren das die Kühe, die bei dir abhanden gekommen sind? Die Kuh ist nicht mehr hochgekommen. Die ist runtergefallen und ist nicht mehr da hochgekommen. Vielleicht war die Kuh auch zu schwer oder so. Das kann natürlich auch sein. Nein, dass aber nicht mehr geschafft hat. Wenn die Kuh an so einem Steilhang hier steht, von der Seite hier, ne? Wie soll Nein, die da wieder hochkommen? So. Jetzt macht die das kaputt hier. Nein, ich mach's nur ein bisschen gerade, so wie wir es gesagt haben. Von mir ist auch so, wie ich das eben gesagt habe. Das ist mir egal. Aber was ist das denn hier überhaupt? Warum ist denn hier? Das ist der Weg, der später kommt. Der ist nur schon mal markiert. Weil anders kann man da keinen Weg machen. Meine ich zumindest. So, dann machen wir hier noch die eine Platte, damit das zumindest ein bisschen schöner aussieht. So. Und dann hier. Achso, ich dachte, das machst du jetzt gerade. Nee. Dann hier. Zack. Boah, komme ich nicht mehr durch. Wir könnten natürlich auch hier an den Seiten, überall wo die Wege sind, so einen Durchgang machen. Oh, ich habe keine Edelsteine. Wir haben keine Diamanten mehr. Was hast du denn jetzt gemacht? Nee, oh nein, ich das gemacht. Ist nicht. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe nichts gemacht. Hier. Nein, das ist. Hallo? Schon da. Wir wollen hier so schön dekorieren und du bist Hallo? Unsere Edelsteine am vorbei. So ein Dinko ist ein Edelstein. Ja, also guck, mal ja da, hier, guck mal da hinten. Hier, das war deine Wand. Hallo, das Nein, war deine Scheiße. Die war doch eben schon. Hier hinten, die Wand, die konnte ich nicht mehr setzen. Die ganzen armen Schafe, die fallen jetzt ja, alle weil runter du wegen dir. Hier. Warte mal, wir machen das dann so. Dann. Ach, der hat das Falsche jetzt markiert. Oh, ich hasse das mit dem Markieren, dass der das nicht hinkriegt. Ich will doch nur die Wand haben, Mann. So, also dass das der das zum nicht Thema hinkriegt. Thema dekorieren, das Leute. Das war's dann für heute. So, warte mal, das klaue ich mir und tu die mal hier hinten hin. Oh, nein, nein, du armes Schaf. Geh weg von der Kante. Das darfst du nicht tun. Der Epi hat unsere ganzen Edelsteine hier verballert. Ich gehe mal ganz ich schnell. Ich habe die überhaupt nicht verballert. Das war die Gameplayerin mit dieser komischen Hecke hier. Ich gehe mal ganz schnell zum. Du hast ich gar keine erst mal, wie teuer die Hecke ist. Ach, Edelsteine für einen Teil. Nein, ja, du hast Wunder. Dich da verguckt. Ja, ja, ja. Ich meine nämlich, es waren 10. Ich gehe jetzt hier weg. Ich hole jetzt die Eier hier hinten. Ich kann den Hühnern noch nicht mal den Hühnerstall hinmachen. Weil wir Hallo, ich bin hier gerade Neues am Holen. Ja, wir haben 378 schon wieder. Ja, aber das verballerst du wieder für weiße nicht Zäune da irgendwie. Warte mal, können wir da.
Ja, nein. Ja, komm. Jetzt gib aber nicht alles parallel schon wieder aus. Ne? Ich gebe gar nichts aus. Ein Hühnerstall zu kaufen ist die eine Sache, nein. Aber jetzt nicht hier das ganze Geld jetzt hier schon wieder. Nein, ich kaufe keine Hühner. Ja, ja. Die Hühner müssen warten, die armen Viecher müssen warten, weil die Schafe es erstmal schön kriegen. Ja, natürlich, das ist so eine schöne Deko, das sieht so flauschig aus. Hm, du bist auch flauschig. Ja, ich weiß, ganz flauschig. Boah, wir sind auf Level 11 bei den 8, du Schande. Okay, also ich kann nur schon mal sagen, mit Level 50 könnt ihr knapp 1000 Edelsteine bekommen. Das schon mal so vorweg. So, was haben wir denn hier? Haben wir die Kühe? Nee, aber die Hühner hast du mal abgeerntet. Kann das sein? Mhm. Und Wolle haben wir jetzt auch theoretisch, ja. Haben wir doch schon mal wieder gut was drin. Was ist denn hier mit den... Achso, du hast eben die Dinger gemacht. Ja, hier die... na, wie heißt es? Die... Weiß ich nicht. Setz mich nicht unter Druck. Das von der Stadt hier. Die Quests in der Stadt. Ja, die habe ich gemacht. Nein, wir haben... Nee. Achso, der setzt das, was man gar nicht machen kann, als letztes, oder wie? Okay, dann ist nicht schlimm. Eigentlich müssten wir ja auch mal unser Häuschen dekorieren, würde ich nur mal gesagt haben. Nein, wir haben ja gar keine Diamanten. Und wir haben vor allen Dingen keine Medaille. Die braucht man auch teilweise dafür. Nicht das Haus, oder? Ich habe da bisher noch nichts gesehen. Nee, ich glaube, für Deko brauchst du die, glaube ich, nicht. Nein! Kannst du mal kurz Weizen eins abfahren? Nein. Und neu setzen? Also Mais ist ja normalerweise immer. Weizen oder was denn jetzt? Was willst du jetzt? Ja, wir haben keinen Weizen. Ja, deswegen sollst du ein Feld mal kurz oder ein einzelnes von mir aus mal kurz neu setzen. Kann ich dann gleich machen, aber ich brauche das hier fürs Kochen. So, ja, ich guck gerade, warte mal, wo ist denn... In der Nähe vom Haus, da ist das große Feld von... Ja, aber Gerste. Da bin ich gerade nicht. Ist hier hinten nicht auch welches? Gerste könntest du auch setzen. Roter Mais ist roter... Ne, lila Mais ist gerade ja, ist dran. Egal. Also wenn wir den gerade haben und du den neu setzen den kannst... Ja, warte. Okay, dann kann ich nämlich schon direkt hier das nächste rein. Okay. So, ich sag ja, wir können auch fliegender Wechsel machen, das ist kein Problem. Nur, dass wir hier... Dass wir gerne reinmachen. Was redet die? Hm? Was? Was für ein Wechselzimmer? Fliegender Wechsel. Wohin willst du denn fliegen? Das weiß ich noch nicht. Zu den Schafen. Ach, da hinten bist du. Ja, da war doch ganz viel. Ganz viel ist woanders. Ach, guck mal hier. Da. Aber das ist doch eigentlich für die Quest hier gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle das mal hier. Ich stelle das hier mal neu hin, weil wir brauchen das ja eh immer. So, mach ich mal zwei Reihen. Wir hatten aber die nicht... Ne, die haben wir auch nicht als Quest. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch, aber gut. Weil die müssten wir ja hinten auch nochmal... die hast du da oben zum Beispiel auch nochmal, wo du jetzt bist. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich werde jetzt hier nochmal Weizen auffrischen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wenn wir hier nochmal ein bisschen was geholt haben, um die Tiere dann auch zu versorgen. Wo wir denn hier noch ein bisschen schöne Deko hinstellen können. Beziehungsweise dann gucken wir dem Epi mal zu. Wo wolltest du denn überhaupt das Häuschen machen? Weil die Hühner, die haben ja eigentlich noch gar keinen festen Platz so. Nein, wir können auch den Schafstall machen. Ja, aber wir haben noch gar keinen richtigen Schafstall. Meinst du den zum Durchfahren? Ja. Nee, das ist der Werkzeugschuppen. Du meinst den kleinen Stall? Ja. Warum habe ich jetzt kein Benzin mehr? Warum ist hier nirgendwo ein Tank? Oh, bin ich ganz zurück. Sophie. Gucken wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal. Ich sag dir einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.